gute Mr. Eintracht hier, Adler Orakel, ich spiele selbst und selbstverständlich bin ich zu diesem Spiel wieder online. Das heißt, wir schauen sozusagen gemeinsam das Spiel. Wenn ihr also Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Selbstverständlich ja ohne ja, TV-Bilder, muss ich euch nur sagen, warum. Aber Live-Reaction, eure Themen, könnt über alles reden. Ist das euer Scheiß ernst? Oh, oh. Ach du Scheiße, behindern sich fast gegenseitig. Was hat der denn versucht? Okay, die kann man machen. Hindi schon wieder. Aber wenn du den machst, Hindi. Respekt. Also. Sagen. Hinterlauf doch, hinterlauf doch. Ja, ein bisschen spät, wa? Schön, komm. Tschüss, Tor! Schönes Ding. Direkt mit dem Kopf weitergeleitet. Lind, Ström. Schönes Ding. Der mit vorne drin steht. Wir sehen hier, wo er steht. Hinter Lammers. Lammers, der ja für Borussia spielt. Hat dies am Freitagmorgen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch ein Spiel hatte um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit Kolumbien gegen Chile. Und dann fliegst du noch zurück. Und hast zum Glück erst Sonntag das Spiel, aber trotzdem muss man sich mal vorstellen. Jakic, gute Balleroberung. Das hat die Einsatz sich mal wirklich belohnt. Und Kamada. Ah, Problem mit der Ballannahme. Ah, und in der Ecke sieht es. Gute Seitenverlagerung. Oh, das ist ein Fehler gewesen von Hinterecker. War es, glaube ich. Aber so passt es auch auf. Da ist das. Ja. Nicht das 2-0. Oh, jetzt aber. Der Digga hat sich verschätzt. Aber Hinterecker rettet das dann. Hilft seinen Kollegen. Und jetzt. Hauge. Hauge. Hauge, der ist drin. 2-0. Und Hauge jubelt, es war ein Eigentor scheinbar. Der kriegt ihn auf den Rücken gehauen, wir sehen es nochmal. Und dann, ja, aber er muss versuchen hinzugehen, haut natürlich richtig weg, Anton. Lammers wäre ansonsten da gewesen. Ach, hätten, haut genau in die da drin. Und das Spiel hat schon jetzt schon einiges zu bieten. Einfach, ja, es hat einige Zeit ungeschlagen im eigenen Stadion. Komplette letzte Saison nicht verloren. Das können nicht viele Mannschaften von sich behaupten, dass sie über eine komplette Saison nicht zu Hause verlieren. Jetzt vielleicht die Konterchance nochmal. Nein, wieso? Spiele nochmal. Das gibt's nicht.
Ich habe runtergedrückt, dass er in den freien Raum fiel und nicht nach vorne. Boah, ist das doof gewesen. Boah, ärgert mich. Das wäre es 3-0 höchstwahrscheinlich gewesen. So kommt. Oh. Da wäre vielleicht, was sagen, vielleicht ist Deckel drauf, aber Stuttgart ist auch gegen Freiburg zurückgekommen. Bis zum 2-3, noch kurz vor der Ende der ersten Halbzeit und hat dann, ja, in der zweiten Halbzeit nicht mehr das 3-3 machen können. Daher darf man hier Stuttgart auf jeden Fall nicht, überhaupt nicht abschreiben. Egal wie scheiße Stuttgart vielleicht spielt, die kommt zurück. Und Stuttgart hat ja gesagt, dass sie auch gefährlich werden können. Und die zeigen es jetzt, Massimo. Aber das ist viel Zeit. Und da ist die Möglichkeit. Trapp ist da. Und jetzt Hauge. Viel Platz, Hauge. Links sehr viel Platz. Schuss abgeblockt. Und Ecke oder Einwurf? Ich habe sie gesehen. Ecke. Molli! Wer war das? Lammers? Wer hat denn da drauf gehämmert? Will ich sehen. Nein, wer war's? Lindström direkt. Boah. Ja, das sind so Bälle, weiß ich nicht, ob geht einer mit dem Kopf hin, streichelt ihn noch. Körpermöglichkeit. Und jetzt einfach mal rausgehauen. Die Eintracht. Okay. Jetzt muss die Eintracht natürlich Konterabsicherung, aber wir sagen, die ist eigentlich da. Sie haben Überzahl. Aber Stuttgart hat sich gut durchkombiniert. Jetzt Stuttgart 1-2 nur noch. Da war die Lücke da, aber einmal nicht richtig Pressing gemacht. Da war man nicht am Gegner richtig dran. Abgeblockt. Schön. Oh, das war viel zu weit. Und jetzt kommt er. Chance Stuttgart. Er hat man verhindert. Und sogar Möglichkeit über Lenz. Ah, die Eintracht macht jetzt gut Druck. Nach dem Treffer. So! 3-1! Den alten Abstand wiederhergestellt. Schön kombiniert. So, rückt ein bisschen mit nach vorne. Und dann ist das Ding drin. Und jetzt die Eintracht wieder direkt der Ballgewinn. Ah, Hauge verlegt den Ball. Ja, wenn er durchkommt, also hat er den Ball. Und dann holt er sich, aber Schiri sagt faul. Und wahrscheinlich gibt es dann auch eine gelbe Karte. Wie das Revanche-Fall scheinbar abgestempelt. Trifft aber auch ein bisschen den Ball. Oh, jetzt. Ah, gut. Behindert noch im letzten Moment. Oh, aber das war kein guter Abschlag von Kevin Trapp. Und Trapp ist da, macht seinen Fehler wieder wett.
Die Zeit läuft natürlich jetzt gegen Stuttgart. Das ist ein guter Ball auf Lammers. Also gut aufgepasst, aber von der Eintracht auch. Oh, ho, ho, ho. Mutig, mutig. Da kommt der Frankfurter Partner hin. Und die Eintracht gewinnt hier 3:1. Und holt die ersten drei Punkte, den ersten Sieg, also den ersten Dreier holen sie in dieser Saison. Ansonsten ja, verloren oder unentschieden gespielt. Ich sage, das war's. Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao.